Viele von euch haben es mitbekommen, der Film The Last Kumite ist nicht nur fertig gedreht, sondern der offizielle Teaser ist mittlerweile im Internet. Und ja, die Premiere rückt immer näher und näher. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, worum es handelt, es geht um meinen ersten internationalen Film, den ich mit einem tollen Team zusammen gemacht habe, unter anderem auch mit meinem Businesspartner Wayne Graves, wo wir versucht haben, was heißt versucht haben, wir haben es geschafft, Mann. Wir haben einen Film im Stile von Bloodsport, Kickboxer, Karate-Tiger mit ganz, ganz, ganz vielen Legenden gemacht. Ein Retro-Martial-Arts-Film mit Leuten wie Kurt McKinney, Star von Karate-Tiger, Mohamed Michel Kissi, a.k.a. Tong Po von Kickboxer, Billy Blanks, nicht nur der Erfinder von Tai Bo, sondern auch von King of the Kickboxer, Cynthia Rothrock, einer der wichtigsten Martial-Arts-Ikonen aller Zeiten, Matthias Hus, auch bekannt als Dark Angel oder von King of the von Karate Tiger 2 und Kickboxer 2. Und Abder Kissi, der Attila bei Leon mit Van Damme gespielt hat. Dann noch ganz, ganz, ganz viele andere tolle Schauspieler. Und natürlich Mattis Landwehr, absolute Martial-Arts-Sensation in der Hauptrolle. Dann macht die Musik Stan Bush, der die Musik von Bloodsport gemacht hat und von Kickboxer gemacht hat. Paul Herzog, der auch die Musik von Bloodsport und Kickboxer gemacht hat. Also ganz, ganz, ganz viele Legenden. Und das Ganze fing ja vor 2 Jahren an, wo ich mich hab bequasseln lassen, dass ich mal sowas produzieren sollte. Und naiv wie ich war, bin ich das Ganze angegangen. Es waren auf jeden Fall, was mein Businessleben angeht, auf jeden Fall das krasseste und härteste Projekt meines Lebens. Aber ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf dieses, ja, auf das Geleistete. Warum? Weil wir einfach mit bescheidenen Mitteln trotzdem etwas geschaffen haben, wo ich der festen Überzeugung bin, dass diejenigen von euch, die das realistisch einschätzen, am Ende des Tages sagen von wegen, ey krass, cool, der Film hat mich unterhalten. So, und am 27. April werden wir in Düsseldorf die Fanpremiere haben. Was heißt Fanpremiere? Natürlich hätten wir super gerne eine normale Premiere gehabt, sprich alle möglichen Leute eingeladen, die ganze Crew, ja, Champagner, roter Teppich und hast du alles nicht gesehen, also alles, was dazugehört. Aber man muss ehrlich und realistisch sein, das Budget haben wir einfach nicht. So, wir sind wirklich finanziell an unsere absoluten Leistungsgrenzen und Limits gegangen, um generell den Film überhaupt fertig zu bekommen. So, und uns war die ganze Zeit bewusst, so, natürlich ist es ein Druck für uns, weil wir natürlich wissen, wie viele sich darauf freuen, so einen Film wieder sehen zu können. Und wir wollen ja auch keinen enttäuschen. Deswegen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die letzten 2 Jahre halt für uns waren. So, wir haben wirklich alles gegeben, was wir konnten. So. Und natürlich wollen wir jetzt bei der Premiere, bei der Fanpremiere, euch happy machen und euch zeigen, was wir geschaffen haben. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, geht doch bitte auf legends.cinema.com. Da könnt ihr die Tickets für die Premiere holen. Es gibt, glaube ich, ungefähr 280 Tickets oder so. 80 sind schon verkauft. Das Besondere bei dieser Fanpremiere wird sein, dass einige der Stars auch da sein werden. Unter anderem Mattis Landwehr, der Hauptdarsteller. Kurt McKinney, der Hauptdarsteller von Karate Tiger, wird nochmal nach Deutschland kommen. Dann Matthias Hus von Kickboxer 2 und Karate Tiger 2 und von Dark Angel, der den Bösewicht im Film spielt, wird auch kommen zu unterstützen. Plus noch einige Überraschungen werden da sein. Es wird am Ende der Veranstaltung nach dem Film noch Fragen und Antworten geben. Ihr könnt Fotos buchen mit den Stars. Also es ist wirklich ein besonderes Event. Und ich sag's auch ganz ehrlich, es wäre natürlich für uns auch schön zu sehen, aber das Gefühl hatten wir eh schon die ganze Zeit, aber natürlich ist es nochmal schön zu sehen, dass es halt Menschen da draußen gibt, die das wertschätzen, dass wir selber als Retro-Fans, weil ich bin ganz ehrlich, natürlich bin ich jetzt offiziell ein Filmproduzent, weil ich jetzt auch schon mehrere Projekte jetzt gerade am Machen bin. Aber am Ende des Tages bin ich ein Fan. Ich bin einfach nur ein normaler Fan, der Bock auf solche Filme hat, der traurig darüber ist, dass sowas nicht mehr gemacht wird und der denkt von wegen, okay, vielleicht kann ich das ja für uns Fans machen. Und mir wäre es natürlich auch lieber, jemand anders würde es machen und ich muss einfach nur die Blu-ray in den Spieler reinschmeißen und kann das Endprodukt genießen, anstatt selber 2 Jahre zu malochen wie ein Bescheuerter. Aber ja, wir haben es jetzt gemacht. Für euch, für uns, für unsere Community. Deswegen, kommt doch zur Premiere, unterstützt uns am 27.04. Vielleicht ist es auch ein geiles Weihnachtsgeschenk, diese Tickets. So, seid dabei, legendsofcinema.com und lasst uns so einen, ja, einen von Fans, für Fans, Film mit ganz vielen Legenden zusammen im Kino genießen. Bis dann.
Now let us begin the battle of the last true gladiators. Michael, it's time. You're the lightning, you're a storm in